will es nicht überstürzen, ich will aber auch nicht zu spät handeln. Deswegen die 10 Minuten, die wir da noch über haben, lassen wir uns Zeit. Beziehungsweise bis die zweite Armee voll gefüllt ist. Ich meine, was könnte ich hier Gescheites freischalten? Auf den ersten Blick nicht wirklich was. Gibt es hier überhaupt Weizen? Ja, da würde es Weizen geben, aber dafür müsste ich die Händlergilde flupp ausbauen. Okay, vergessen wir das. Da runter, das bräuchte ich nochmal zwei. Und da hoch bräuchte ich nochmal zwei, also sechs insgesamt. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Hätte ich vielleicht schon früher machen sollen, aber egal.
So, da ist unser Standartenträger. Oh, und ihr könnt... ne, halt, nicht ihr hin. Ihr da könnt auch jetzt anfangen, wieder abzubauen. Warum nimmst du das Geld dann wieder raus? Amazon hört auf, so viel Scheiße zu bauen und bringt das Geld und die Kohle, die noch gebraucht werden. Da kommt Kohle, gut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. So, da warten wir wirklich jetzt darauf, dass die letzten beiden ankommen und dann greifen wir an. Neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Ah.
bist so. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaustausch. Na gut, ich habe keine Wahl. Ich greife jetzt an. Oh Gott, und der hat auch noch ein Dings, ein Supergeneral. Wobei, es ist ein Belagerungsgeneral. Da ist meiner eigentlich überlegen. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Genau. Ach, da. Einer Kanone und, ja okay, er hat ziemlich viele Musketiere, aber... Das war knapp. Die große Mauer hätte Konradins Angriff nicht mehr lange im Widerstand. Kann ich gar nicht genug danken. Bitte nehmt diese Vorräte zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja. Glückwunsch und haben wir Pastiche gemehrt. Macht nur so weiter. Bastion ist für den Augenblick sicher, aber es gilt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen dieser Belagerung ein sofortiges Ende bereiten. Die nördliche Stadt befindet sich in den Händen wieder Marodeure, während jene im Süden König Konrad in der Stützpunkt dient. Es ist an euch, beide Städte zu erobern, die große Mauer zu sichern und Konrad ihn endgültig zu vertreiben. Jetzt hat er noch einen General. Ihr mögt meine Belagerungsarmee besiegt haben, aber das ist ein vorübergehender Rückschlag. Ihr hingegen habt ein gewaltiges Problem, denn jetzt bin ich wütend. Ich wette, ihr werdet den himmlischen Zorn genießen, den meine Geistlichen heraufbeschworen haben. Was? Königreich wird angegriffen. Was hast du mir entgegen? Du hast zwei Reiter, das ist nicht schön. Okay.
speichern wir erstmal hier. Ja. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.